Der Markt für Social Trading ist in Bewegung. So verfügt der Anbieter Iondo seit Ende August über eine BaFin-Lizenz zur Finanzportfolio-Verwaltung. Und bei mir ist jetzt der CEO von Iondo, Robert Lemke. Herzlichen Dank für den Besuch hier auf dem Parkett, Herr Lemke. Ja, werden Sie jetzt zum Vermögensverwalter? Ja, das trifft zumindest für einen Teil der Iondo-Gruppe zu. Iondo bietet ja weltweit mehrere Finanzdienstleistungen an. Und Social Trading, unser Kernprodukt, bündeln wir seit kurzem unter der Iondo Portfolio Management GmbH, die als erstes Unternehmen, als erstes Fintech-Unternehmen die Portfolio Management Lizenz der BaFin erhalten hat. Das ist ein echter Meilenstein für uns und darauf sind wir sehr stolz. Was war denn jetzt die Motivation dahinter, den Weg der sogenannten KWG-32-Lizenz, denn so heißt es ja im Fachdeutsch, zu gehen? Social Trading ist ja immer noch eine relativ neue Anlageform, die bis vor kurzem gar nicht eindeutig reguliert war, so wie viele andere Finanzmarktinnovationen auch. Wir sind allerdings der Meinung, dass Finanzprodukte reguliert sein müssen, um den Sprung aus der Nische in die breite Masse zu schaffen. Daher haben wir mit der BaFin zusammen am klassischen Vermögensverwaltermodell gearbeitet und modernen Kundenbedürfnissen angepasst und digitalisiert. Das Ergebnis ist Iondo Portfolio Management. Gehen wir doch ins Detail und schauen uns zunächst mal das Thema Risikomanagement an. Was verändert sich hier für Ihre Kunden? Ja, das Risikomanagement wird noch agiler und individueller. Als Beispiel möchte ich hier den Trader Risk Score nennen, der in Echtzeit für jeden Trader auf der Iondo-Plattform berechnet wird. Das ist eine Risikokennzahl, die die Risikofreudigkeit des Traders misst. Risikostufe 1 ist wenig Risiko, bis hin zur Risikostufe 10 viel Risiko. Ändert sich das Verhalten des Traders, ändert sich seine Handelsstrategie und ändert sich somit eventuell dieser Risk-Score, dann wird dies dem Kunden, den nennen wir Follower, umgehend angezeigt und der Kunde hat dann die Möglichkeit, diesen Trader aus seinem Portfolio zu entfernen oder auch nicht, wenn er nicht möchte. Eine Frage, die oft gestellt wird und die ich auch hier nicht vermeiden möchte. Wie schaut es dabei mit dem Schutz der Kundengelder bei Ihnen aus? Das ist eine gute Frage. Der Schutz der Kundengelder wurde weiter erhöht. Bei Iondo sind Kundeneinlagen zusätzlich zur gesetzlichen Einlagesicherung bis zu einer Summe von 1 Million britischen Pfund versichert. Das ist ein absoluter Spitzenwert im Markt. Wie lautet jetzt Ihr Fazit, Herr Lemke? Was bedeutet die BaFin-Lizenz denn nun fürs Tagesgeschäft? Ja, zunächst mal haben wir jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren in den Medien und in der Branche. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch mehr Aufwand für Iondo. So eine Lizenz flattert nicht einfach so ins Haus, sondern man muss schon hart daran arbeiten, erstmal diese Lizenz zu erwerben, aber auch zu pflegen. Von daher, hier kann ich zum Beispiel Risikoüberwachung anbringen oder auch das Meldewesen zum Beispiel. Produktseitig bedeutet diese neue Lizenz auch eine Ausweitung unserer Vergütungsmodell für unsere Top-Trader. Zusätzlich zum bestehenden Modell bieten wir jetzt auch ein performanceorientiertes Modell an. Das heißt, hier haben wir bei der klassischen Vermögensverwaltung abgeschaut und bieten dem Kunden ein Modell mit Managementgebühr und performancebasierter Gebühr an. Das Besondere hier bei Iondo ist, dass diese performancebasierte Komponente einer individuellen High-Water-Mark unterliegt. Das heißt, der Kunde zahlt tatsächlich dann auch nur eine Gebühr, wenn der betreffende Trader für diesen Kunden auch eine positive Performance erzielt hat. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass mit Einführung der Lizenz Iondo für den Kunden noch solider, sicherer und transparenter wird. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem Weg. Das war Robert Lemke, der CEO von Iondo, hier im Interview auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herzlichen Dank fürs Gespräch.